So, hier seht ihr jetzt, wie der Kommodendeckel komplett angeschraubt ist. Könnt ihr dann hier so aufmachen. Ja. Und da sind die Scharniere drin, hier und da drüben. Und da drüben an zwei Schraubpunkten ist hier angeschraubt, dann nochmal hier und hier und da noch zweimal. Ja. Und jetzt kann euch passieren, wenn ihr das anschraubt, dass der Deckel irgendwo auf einer Seite klemmt. Dann müsst ihr die Scharniere einfach nochmal kurz lösen, ein bisschen in die Richtung drücken, damit es nicht mehr klemmt, und dann wieder anschrauben, während ihr in diese Richtung gedrückt haltet. Das war bei mir jetzt auch am Anfang der Fall, da hat es hier ein bisschen geklemmt und ich habe dann einfach die kurz geöffnet, die Schrauben, und jetzt das reingemacht und jetzt klemmt es nirgends mehr. Gut, im nächsten Video zeige ich euch dann, wie es weitergeht mit diesem Unterbau, wo man die Matratze dann drauflegen kann, die kleine.